Am 13. Dezember ist der Gedenktag der heiligen Lucia von Syrakus. In der Grundschule in Dollnstein hat Marie deshalb ein weißes Gewand mitgebracht und trägt einen Lichterkranz auf dem Kopf. Denn in ihrer Heimat in Schweden und Skandinavien wird das Lucia-Fest groß gefeiert. Die wird ausgesucht von der ganzen Schule, eine mit blonden Haaren. Die zieht dann ein Gewand an mit einer roten Band um den Bauch und die hat eine Krone auf mit Kerzen. Und dann geht die halt so einen ganz langen Gang entlang, der dunkel ist, und dann singt die ein Lied. Und hinter ihr gehen dann Helfer. Vor der Einführung des gregorianischen Kalenders war der 13. Dezember der Tag der Wintersonnenwende. Das Licht am Lucia-Fest weist darauf hin, dass die Tage danach wieder länger werden. Außerdem erinnert der Lichterkranz an die Legende der Märtyrerin. Die heilige Lucia lebte vor etwa 1600 Jahren auf Sizilien. Im Mittelmeerraum hatte sich das Christentum schon stark ausgebreitet, aber die Christen wurden verfolgt. Und so haben sie sich oft in Kellern oder unterirdischen Gängen versteckt. Und Lucia soll ihnen dorthin heimlich Lebensmittel gebracht haben. Damit sie beide Hände frei hatte zum Tragen von Speisen, soll sie sich einen Lichterkranz auf den Kopf gesetzt haben, um in der Dunkelheit auch den Weg zu finden. Die heilige Lucia fügt sich also in die Reihe der Adventsheiligen ein. Da darf auch Lussekatter nicht fehlen, ein traditionelles schwedisches Gebäck, das an diesem Tag gerne gebacken wird.